Einen wunderschönen guten Abend, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen in der Liqui Moly Handball Bundesliga Pressekonferenz der Begegnung des TBV Lemgo Lippe gegen die Füchse Berlin. Der Halbzeitstand lautete heute 11:16, der Endstand 23:29. Ich begrüße den Gästetrainer aus Berlin, Jaron Sievert, einen wunderschönen guten Abend, unseren Trainer Florian Kermann. Jaron, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, 8. Sieg nun in der Bundesliga in Folge. Könnte fast denken, ihr seid ziemlich gestärkt aus der Quarantäne herausgekommen. Das stimmt, ja. Erstmal schönen guten Abend an alle und hoffentlich hatte jeder ein besinnliches Weihnachtsfest. Das hatte ich gerade eben auch schon gesagt bei Sky. Wir sind, glaube ich, eine der wenigen Mannschaften, die so eine Quarantäne sehr, sehr gut verkraftet hat. Seit dem Spiel gegen BRC, kämpferisch, emotional, die Mannschaft auf einem sehr, sehr hohen Level. Investieren natürlich auch sehr, sehr viel. Wir haben die ein oder andere Besetzung gefunden, die sehr gut miteinander harmoniert. Ähnlich heute, erste Halbzeit in der 6-0. Positionsangriff standen wir sehr, sehr gut. Kriegen ein paar ärgerliche in der Phase, wo es 9-5 steht, wo wir uns eigentlich noch mehr absetzen könnten. Und zweite Halbzeit hat uns ein bisschen der Torhüter bzw. unsere eigene Chancenverwertung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Spiel weiter recht dominant für uns zu gestalten. Lemgo hat das dann aber auch gnadenlos genutzt und ist ja dann auch zu Recht nochmal rangekommen. Umso glücklicher sind wir dann am Ende, das Spiel gewonnen zu haben. Danke. Florian, wie siehst du das Spiel aus deiner Sicht? Ja, schönen guten Abend. Erstmal Glückwunsch an Jaron. Und die Füchse für den verdienten Sieg sind zurzeit sehr stabil, muss man sagen. Sie haben viele Wechselmöglichkeiten. Spielen eine sehr kompakte, aber trotzdem bewegliche 6-0-Abwehr und haben uns da wirklich vor Probleme gestellt. Das wussten wir, dass wir uns Tore erarbeiten müssen. Leider Gottes in den ersten 15 Minuten verwerfen wir, glaube ich, 3 Bälle so auf die Nahtstelle zwischen 1 und 2 breit durch, die uns ja so ein bisschen besseres Angriffsspiel kosten. Hinten haben wir nicht immer den Zugriff bekommen. Dann hatten wir diese Phase, wo wir ins Abwehrspiel kommen, wo wir Ballgewinne haben, wo wir auch ins Tempospiel kommen dann wieder auf 8-9 ran. Und dann wieder so eine Phase mit ein, zwei Chancen, die wir liegen lassen. Und gehen dann mit 5 in die Halbzeit, wo man gegen eine Spitzenmannschaft dann ja eigentlich schon sehr schwer wieder reinkommt. Wir mussten uns dann jedes Tor erarbeiten, haben dann mit einer, finde ich, viel, viel besser agierenden 6-0 und auch einem sich steigernden Peter im Tor mehr Bälle bekommen und vorne auch unsere Chancen zäh erspielt. Es fehlte dann, glaube ich, so dieser letzte Moment. Wir haben dann zweimal die Chance, glaube ich, auf 2 zu stellen. Da hat es dann nicht ganz gereicht und dann spielt Berlin das wirklich mit im Stile von der Spitzenmannschaft runter. Und trotzdem muss ich sagen, was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war wirklich gut. Wir haben um jeden Zentimeter gekämpft. Jetzt werden wir durchschnaufen. Hoffe, dass die Nationalspieler, die jetzt zu ihren Mannschaften reisen und dann zu den Quali-Spielen und zur WM gesund wiederkommen, dass das alles vernünftig stattfindet. Ich hoffe es für den Handball. Und wir werden dann im Januar mit denen, die hier sind, fleißig trainieren, damit wir uns gut auf die Spiele in 2021 vorbereiten. Und wünsche allen einen guten Rutsch. Und wie man in den Tagen so schön sagt, bleibt alle gesund. Danke, Florian. Schau mal, Jörg, du hast eine Frage. Alle, die hier sind mit den Turniers, ist Teuerer also auch mit der Gemeinde. Ist er weiter dabei jetzt im Januar? Habe ich mir jetzt heute nach dem Spiel noch nicht so viele Gedanken gemacht. Okay. Aber die Leistung hat es doch eigentlich gerechtfertigt oder würde es rechtfertigen, ne? Wie gesagt, habe ich jetzt noch keine Meinung zu. Schauen wir mal, ob da noch weitere Fragen sind. Ja, doch auch noch ein anderes Mal. Ja. Freddy Simak, warum ist der Arsenal heute nicht gemacht? Ja, ich glaube, es war nicht geplant, ihn nicht zu bringen. Ich muss sagen, dass Danny Beins das Spiel ganz gut geleitet hat und Jonathan relativ spontan in Überzahl reinkam und schon eine Sicherheit hatte. Ich glaube, man hat auch gesehen, wie
wie gut unsere Abläufe dann sind, diese Selbstverständlichkeiten, die wir dann noch haben. Ja, Freddy braucht ein bisschen Zeit, das haben wir von Anfang an gesagt. Ich fand, der hat schon sehr gute Ansätze bei uns gezeigt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er heute gespielt hätte und wir gewonnen hätten und alles Mögliche. Aber es hat sich heute irgendwie zu keinem Zeitpunkt des Spiels ergeben, ihn da irgendwo zu bringen. Weil es dann auch um die Abwehr ging, die wir ein bisschen umgestellt haben. Wir das mit der 5-1 noch nie mit ihm trainiert hatten. Und das ist der einzige Grund. Also der Junge muss jetzt, der kommt auch aus einer Verletzung, der muss jetzt richtig fit werden. Ich glaube, da fehlt diese letzte Spritzigkeit. Der hat ein riesen Spielverständnis und der muss unsere Abläufe kennenlernen, weil wir schon ein anderes Spiel noch haben als Berlin. Wir haben halt nicht vielleicht diese unglaubliche individuelle Qualität, die Berlin hat, sondern wir brauchen mehr die spielerische Variante und diese Abläufe und die muss er kennenlernen und verinnerlichen und das wird er auch tun dann im Januar. Weitere Fragen, Jörg? Dann darf ich mich verabschieden an dieser Stelle, wünsche auch einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund und wir sehen uns hier wieder im Februar, wenn dir das nächste Heimspiel ansteht. Alles Gute, schönen Abend und einen schönen Start in die Woche.